wir sehen schon Änderungen in der Marktstruktur. Ein Kennzeichen der sozialen Marktwirtschaft, wie es damals unter Ludwig Erhard entwickelt worden ist, war ja, dass wir sehr mittelstandsgeprägt sind. Die Monopolkontrolle, die Wettbewerbskontrolle war ein wichtiges Instrument. Jetzt sehen wir diese Internetgiganten, wir sehen diese Riesenunternehmen, die auf den Markt kommen. Ludwig Erhard hatte damals die Preise freigegeben. Ganz wichtiges Instrument in der Marktwirtschaft sind die Preise. Jetzt sehen wir vieles umsonst in dieser digitalen Ökonomie. Also wir sehen sozusagen schon, dass sich was ändert. Wir sehen es auch in den Zahlen. Wir sehen, dass die Margen, die Preisaufschläge der Unternehmen in den letzten 30, 40 Jahren stark gestiegen sind. Unter dem Begriff der Superstar-Firmen, dass sozusagen manche Firmen in den einzelnen Sektoren einen Großteil des Marktes beherrschen. Also wir sehen tatsächlich Änderungen, die auf uns zukommen. Es gibt zwei Besonderheiten der digitalen Ökonomie. Das eine sind die Plattformen und die Netzwerkeffekte auf den Plattformen. Das andere sind die Daten und die wichtige Rolle, die die Daten spielen im Wettbewerb. Und hier ist es so, dass die Daten sind ein interessantes Konstrukt. Zu Anfang hat man gesagt, das ist das Öl, aber das ist kein guter Vergleich, weil Öl, wenn es verbrannt ist, ist weg. Daten sind nicht weg, die kann ich immer wieder benutzen, die kann ich kopieren, ich kann damit arbeiten. Und insofern spricht auch einiges dafür, dass man diesen Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollte. Jetzt haben die Unternehmen aber viel Geld und Ressourcen investiert, diese Daten auch für sich sozusagen zugänglich zu machen. Deswegen ist das hier auch, muss man immer Effekte gegeneinander abwägen. Wir haben in der Missbrauchskontrolle die Möglichkeiten, wenn das Unternehmen wegen dem Datensatz diesen Missbrauch durchführen kann, zu sagen, die müsst ihr aber freigeben, die Daten. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die man hat. Wir haben mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung jetzt auch die Möglichkeit der Datenportabilität. Das heißt, ich als Kunde kann meine Daten mitnehmen zu einem Wettbewerber. Auch das kann den Wettbewerb anfeuern, dass der mir ein Produkt macht und sagt, nimm die Daten, ich biete dir damit ein gutes Produkt an. Also ich denke, dass wir da auch noch was sehen werden. Also wir sehen den Strukturwandel in diesen Bereichen kommen. Und wie immer Strukturwandel, da gibt es Gewinner, Verlierer, da gibt es Reibungen. Und insofern ist auch ganz natürlich, dass es da Abwehrverhalten gibt. Ich denke, in manchen Bereichen sind wir zu sehr auf der Bremse. Da würde es uns ganz gut tun, wenn wir auch diese neuen Möglichkeiten erlauben würden. Als Wettbewerbsökonom denke ich, es sollte ein Level Playing Field, es sollten gleiche Wettbewerbsregeln für die Neuen und für die Alten gelten. Könnte aber anders sein, die Regeln der Alten zu überdenken. Also jetzt ein Beispiel im Automobil, also im Uber-Transportbereich. Um eine Taxilizenz zu bekommen, muss man nach wie vor die Straßennamen auswendig lernen. Ja, warum ist das so? Ja, weil man kann doch mit jeder App kann man den Weg, den günstigsten Weg finden. Also hier die alten Regeln auch anpassen auf die neuen technologischen Möglichkeiten, das glaube ich, würde uns ganz gut tun. Aber dann muss es sozusagen ein Wettbewerb auf Augenhöhe sein, ein Level Playing Field. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir uns anpassen müssen. Wir müssen das Wettbewerbsrecht anpassen. Wir müssen es schaffen, mit diesen großen Unternehmen umzugehen. Um da ein Beispiel zu nennen, dieses Kartellamt hat sehr viel Fusionskontrolle betrieben. Zwei Unternehmen sollten nicht zusammen fusionieren, um so groß zu werden. Jetzt muss das Kartellamt mehr Missbrauchskontrolle machen. Da sind Unternehmen groß geworden wie Google. Das war nicht durch Fusionen, weil die haben halt ein tolles Produkt und die Netzwerkeffekte sind da so stark. Und jetzt muss das Kartellamt darauf achten, dass die diese Macht nicht missbrauchen, deswegen Missbrauchskontrolle. Also hier müssen wir unsere Instrumente anpassen. Aber ich bin da ganz optimistisch, wir sind auf einem guten Weg, wie die Verfahren ja auch gezeigt haben gegen Google von der Europäischen Kommission, das Verfahren gegen Facebook vom Bundeskartellamt. Also wir haben Instrumente und wir sind da nicht machtlos gegenüber diesen Unternehmen.